Lieben, herzlich willkommen bei meiner Rezepte. Heute kommt eine Spezialität aus der türkischen Küche. Alle, die eine Türkei-Reise gemacht haben, kennen die bestimmt. Entweder haben sie die in der Türkei gesehen oder auf dem Flughafen oder aber auch im türkischen Laden. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch benennen kann, aber auf Türkisch heißt das Cevizli Sucuk. Ich zeige euch mal, was das ist, und die sind richtig super lecker. Die sind dann mit Walnüssen gefüllt und es ist nicht einfach, dieses Rezept herzustellen. Es gibt verschiedene Rezepte. Ich habe endlich mein Rezept gefunden und komme dann auch gleich zu den Zutaten. Wir brauchen Walnüsse. Wie viel ihr braucht, ist davon abhängig, wie viel ihr machen möchtet. Die werden dann auf einen Faden gezogen, jetzt mit einer Nadel. Ihr müsst dann aufpassen, dass die Nadel nicht sehr dick ist, sonst brechen die Walnüsse. Und der Faden dürfte jetzt auch nicht sehr dick sein. Das muss ein ganz normaler Nähgarn sein. Ich habe dann schon mal einige vorbereitet. So sehen die aus. Und oben den Faden müsst ihr dann so zusammenbinden, dass man die auch aufhängen kann. Die werden nämlich aufgehangen. Dann brauchen wir 1 Kilo Pekmez, welches ihr im türkischen Laden bekommen könnt. Weintraubensirup heißt das dann. Es waren dann genau 3 Wassergläser. Und 1 Liter Wasser, es waren dann 4 Wassergläser. Dann brauchen wir Mehl und Speisestärke. Immer mit demselben Glas abgemessen, halber Glas Mehl, halber Glas Speisestärke. Ich habe es euch dann nochmal mit einem Esslöffel abgemessen, das waren dann je 5 Esslöffel. Jetzt werde ich das Wasser mit dem Weintraubensirup vermischen. Das wird dann richtig miteinander vermischt. Und nehme dann von dieser Mischung so ungefähr 1 Glas ab, damit ich das Mehl und Speisestärke darin erstmal schön vermischen kann. Sonst habe ich Klumpen während des Kochens. So, ich nehme dann jetzt so ungefähr 1 Glas wieder ab. Oder auch ein bisschen mehr, ist auch egal. Jetzt kommt mein Pekmez-Mischung mit Wasser in einen Topf hinein und lasse es einmal aufkochen. Sobald mein Pekmez anfängt zu kochen, gebe ich dann meine Mischung noch mit hinein, also Mehl-Speisestärke-Mischung, und koche das weiter unter ständigem Rühren. Jetzt werde ich das auf schwache Hitze unter ständigem Rühren kochen, bis das dann auch dickflüssig wird. Das wird dann wie ein Pudding. Wenn es anfängt zu kochen, wird das dickflüssige und hat dann die Konsistenz wie eine Pudding. Jetzt könnt ihr auch den Herd ausmachen. Die Walnüsse, die werden dann einfach da hineingetaucht. Und dann aufgehangen. Ich habe mir hier etwas vorbereitet, zeige ich euch gleich, weil das tropft hier noch. Damit das, was runtertropft, nicht weggeschmissen wird oder mein Arbeitsplatz dreckig wird, habe ich dann erstmal ein Stück Backpapier auf meine Arbeitsplatte gelegt, weil alles, was runterfließt, das können wir nämlich weiter nutzen. Und die werden dann aufgehangen. Was ich mir dafür vorbereitet habe, zeige ich euch gleich.
Jetzt will ich euch mal zeigen, wie ich das Ganze aufgehangen habe. Ich habe mir dann sowas vorbereitet, wo ich alles aufhängen kann. Ihr könnt aber auch eine Wäschestange nehmen. Und dann müsst ihr eben etwas haben, um aufzuhängen. Hier ist es leider ein bisschen eng bei mir, aber trotzdem kann man das sehen. Also die dürfen dann nicht aneinander kleben, sie müssen schon mit Abstand aufgehängt werden. Und alles, was runter tropft, das werde ich dann glatt streichen. Dann haben wir Pestel. Ich kann dann zwischendurch immer wieder das, was runterfließt, glatt streichen, damit das keine große, klumpige Masse ist. Das wird dann richtig dünn glatt gestrichen und das ist auch richtig lecker. Wer möchte, kann auch Walnüsse darüber bestreuen. Ich hoffe, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Euch wünsche ich viel Spaß dabei und sage Tschüss bis zum nächsten Video.